Tirolers Land im Gebirge hat gelernt, mit den täglichen Herausforderungen der Naturgefahren zu leben. Mehr denn je sind durch extreme Witterungserscheinungen in den letzten Monaten die 5 Landesgeologinnen und Geologen rund um die Uhr gefordert. Unter dem Aspekt der größtmöglichen Sicherheit müssen immer wieder Entscheidungen über Straßensperren und Hausevakuierungen getroffen werden. Also es ist sehr vielseitig und auch sehr anspruchsvoll, weil natürlich damit auch verbunden ist, dass man Entscheidungen treffen muss, das in sehr kurzer Zeit, gerade im Bereich von Straßen, ob man eine Straße aufmachen kann, ob man ein Haus evakuieren muss, ob die Maßnahmen wirklich geeignet sind, die Gefährdung jetzt hintanzuhalten oder Personen wieder ungehindert durchlassen zu können. 1,5 Millionen Kubikmeter Geröll stürzten zum Beispiel Ende Mai im Taschachtal auf den Kettensteig im Bereich des Fuldaer Höhenweges zum Taschachhaus. Es ist ein Großteil der Felsflanke jetzt herunten. Das heißt aber nicht, dass es trotzdem noch sehr, sehr viel da oben ist. Und leider muss man schon davon ausgehen, dass für die nächsten Wochen natürlich da eine große Gefährdung weiter besteht. Sofort musste der aktuelle Steig gesperrt werden und mit Hochdruck an einer Alternative für die Bergwanderer gearbeitet werden. Ja, das bedeutet, dass wir halt da weiter und das unter Beobachtung behalten müssen, denn wichtig ist, dass Menschen da nicht in Gefahr kommen und dass doch Prozesse in der Größenordnung kann man nicht mit 2 Lokalaugenscheinen für die weitere Zukunft prognostizieren. Da muss man also schon öfter jetzt nach dem Rechten sehen und das werden wir gemeinsam auch mit dem Hüttenwirt und mit dem Polizeihubschrauber tun. Ich habe dann auch gleich von mir aus den Weg unten gesperrt, um da Personen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Der Landesgeologe darunter ist dann auch gekommen und wir haben uns das gemeinsam angeschaut und haben gemeinsam überlegt, was man tun kann. Es ist klar, dass der untere Zustiegsweg schon gesperrt ist und wir haben auch dann gleich eine alternative Wegtrasse für den Zustieg zum Taschachhaus überlegt und auch gesucht und auch gefunden. Fast 1 Million Kubikmeter donnerten aus der Hochwand westlich der Hohen Munde in der Gemeinde Wildermirming ins Tal. Auch wenn unmittelbar niemand zu Schaden gekommen ist, müssen solche Ereignisse durch die Landesgeologie genau beobachtet werden und alle Sicherheitsaspekte vor allem für Bergsportler in Betracht gezogen werden. Allein 2012 investiert das Land Tirol rund 60 Millionen Euro in den Schutz vor Naturgefahren, berichtet der politisch zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Steixner, der sich auch selbst vor Ort ein Bild von den Zerstörungen durch die Natur macht. Ja, wenn man hier rum ist, heute sieht man das nicht so richtig, aber das sind riesige Mengen an Geröll und an Felsen, die da plötzlich abgebrochen sind. Es war das Glück, dass das um Mitternacht war, wo niemand da unterwegs war, aber wenn man denkt, das ist fast 1 Million Kubikmeter Material, das da runtergekommen ist, das ist unglaublich. Da sieht man wieder, was da plötzlich passieren kann in der Natur. In Wahrheit hat es das früher auch schon immer wieder gegeben, muss man auch sagen. Aber bei solchen Ereignissen sieht man wieder, dass einfach Natur sich bewegt und dass eine Gefährdung immer da ist. Wie wird es da weitergehen? Ist da mit Gefährdungen im Sommer, im Laufe der Schneeschmelze und des Hochsommers zu rechnen? Also die Gefährdung ist einmal direkt auf dieser Schuttzunge, die also 2,5 Kilometer lang ist, absolut gegeben. Es ist ja unter dem Schutt der Winterschnee, der jetzt auch langsam zu Eis wird. Und das verhält sich jetzt wie ein Gletscher. Das Ganze beginnt zu fließen. Es haben sich auch schon erste gletscherartige Spalten gebildet. Und diese großen Blöcke, die auf dem Eis und Schnee drauf liegen, die werden zunehmend durch die Schneeschmelze instabil. Und man könnte also unter so einem abrollenden Block durchaus begraben werden. Mehrere 10.000 Kubikmeter Kristallingestein haben eine Fläche von rund 40.000 Quadratmeter Wald- und Weideflächen bei einem Felssturz im Bereich der Gamsgrube in Ginzling überschüttet. Der Felssturz hat in der betroffenen Region ein Erdbeben der Stärke von 1,4 nach der Richterskala ausgelöst. Hier mussten die Geologen einen Wanderweg sperren sowie Ferienwohnungen in unmittelbarer Nähe evakuieren lassen. Mit bereits 15 Großereignissen im ersten Halbjahr 2012 haben die Landesexpertinnen und Experten schon 3-mal so viele Einsätze zu verzeichnen wie in den letzten Jahren. In vielen Fällen muss die Begutachtung aus der Luft mit Unterstützung des Polizeihubschraubers erfolgen.
Aber ich kann nur sagen, wir in Tirol sind da, denke ich, gut aufgestellt. Wir haben Gefahrenpläne überall. Wir haben eine gute Verbindung auch über das Funknetz. Wir haben Geologen, die sich hervorragend bemühen, die Gefahren richtig einzuschätzen. Und an sich, sage ich, sind wir ordentlich aufgestellt.